Ich halte die Taschenlampe noch nicht mal richtig. Myra? Ich drücke auf meinen Zeigefinger, damit die Taschenlampe ausgeht. Es ist vorbei. Holen wir Lilly und verschwinden wir, bevor wir für immer hier festsitzen. Wir bekommen unsere Familie zurück. Bitte. Ich weiß, du bist noch da drin. Hör auf! Verdammt! Du musst mir zuhören! Myra! Was ist los? Kämpf dagegen an! Ich kann nicht. Ich muss Lilly beschützen. Das hast du schon, Myra. Stefano kann ihr nichts antun. Und Theodore auch nicht. Sie sind tot. Ja. Gut. Geh. Sebastian, sofort. Verschwinde! Nein, ich lasse dich und Lilly hier nicht zurück. Ups. Myra! Scheiße! Was hat sie nur vor? Folge mal durch die Überreste von Union. Ganz ehrlich, sie sagt uns, los, geht, geht fort. Ja, wohin denn? Ganz ehrlich, wo sollen wir denn hin? Die ganze Welt zerfällt. Es gibt keinen Weg, um hier wirklich rauszukommen. Ja. Wo soll ich denn bitteschön dann hin? Da ist meine Frau hier aber echt schlau. Schlau mit O. So schlau ist sie. Okay, sonst weiter nichts. Moin. Genickstarre. All diese Klippermasse. Und Müll. Ein Scharfschützengewehr? Oh, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Gibt wohl einfach nur Munition. Okay. Ich glaube, da müssen wir an sich runter. Hochwertige Waffenteile. Wie komme ich denn da hin? Drei Kisten sind da. Vielleicht ist ja in einer Kiste ein Schlüssel drin. Statt irgendwas anderes. Da komme ich da generell hin. Ich gehe lieber erst nochmal hier rein. Bevor, wenn ich da runtergehe und die Welt wieder ein Stückchen mehr zusammenbricht und ich nicht mehr zurückkomme. Okay. Wir maken uns voll. Na gut, zumindest fast. Okay, was können wir herstellen? Hä? Ich habe 11 Harpunen? 11 von 10, wie geht denn das? Naja, egal. So, wir haben 19. Das ist nicht viel. Ja, machen wir 6 Stück hiervon.
Dank Kugelhagel wird es vielleicht was bringen. So, Suppe. Nee, da fehlen uns ja immer noch. Ah, 526 fehlen uns noch. Shit. Na gut, okay. Speichern. Und wir sind ja wieder durch einen neuen Spiegel so gesehen gegangen. Jetzt gehen wir erstmal mal auf den Stuhl und gucken mal, ob unsere nette Dame noch etwas erzählt. Ob sie überhaupt noch da ist. Entspannen Sie sich, Detective. Ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Da ja jetzt Theodore tot ist, also besiegt, und eigentlich kein weiterer Märtyrer da ist. Sie stehen Ihrem ärgsten Feind gegenüber. Ihrer großen Liebe. Warum tut sie das nur? Ihr Mutterinstinkt ist stark. Er überwältigt sie. Sie weiß nur noch, was es heißt, eine Mutter zu sein. Zu lange fühlte sie sich nicht mehr als Ehefrau. Ich wünschte, ich könnte sie zur Vernunft bringen. Manchmal ist es schwer, geliebte Menschen von etwas zu überzeugen, das sie nicht glauben wollen. Das sollten Sie besser verstehen als die meisten. Ich verstehe, was Sie meinen. Denken Sie einfach daran, dass Sie das Richtige tun. Lily gehört nicht hierher. Myra muss das begreifen. Irgendwo im Inneren ist noch ein Teil von ihr. Wie verglimmende Glut. Ich hoffe, das stimmt. Tatjana, ich werde dich vermissen. Heißt auch Tatjana, oder? cool, zurück. Okay. Faires halber speichere ich nochmal. Sonst muss ich mir das Gespräch jetzt mal wieder aufs Neueste anhören. Ach ja. Rein mit dir. Okay, weiter geht's. Schauen wir mal, ob wir zu den drei Kisten kommen. Ganz ehrlich, ich komme gar nicht zu den drei Kisten. Das verstehe ich nicht. Komme ich zu diesen drei Kisten darunter? Eine große, zwei kleine, das mag zwar nur Munition sein oder was weiß ich, was Waffenteile. Aber selbst Munition könnte ich gebrauchen. Wie komme ich denn da hin? Okay, dadurch kann ich noch nicht. Sicher muss ich das rote Fass hier erstmal abschießen. Das haben die schlau gemacht hier. Tatsächlich. Krass, Wahnsinn, cool. Krass, Wahnsinn, cool. Trotzdem, eine Statue gibt es hier keine. So ein geheimer Geheimraum und dann gibt es noch nicht mal eine Statue hier drin. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es auch eine Statue in den Kisten, beziehungsweise ein einzelner Schlüssel. Hui. Hui. Okay, okay. 10. 30, 40, 60, 100. Ja, gut, okay. Munition.
Mission? Hallo Statue, wo bist du? Es kann doch nicht sein, dass in so einem geheimen Raum so gesehen, was zwar nicht mehr wirklich ein Raum ist, aber dass hier in so einem geheimen Raum, ich nenne ihn jetzt mal Raum, auch keine Statue versteckt ist. Das klingt ja schon richtig unnatürlich. Aber ich scheint tatsächlich nicht zu sein an Statuen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt eine gesehen habt. Ich habe keine gesehen. Doof. Uns fehlen nämlich noch so eigentlich extrem viele. Was heißt extrem viele? Ich glaube, 5 Statuen fehlen uns. Und da würde ich eigentlich schon gern wissen, wo die alle sind. Dummerweise bin ich nicht so einer, der mich spoilert. Also ich gucke mir jetzt nicht extra Videos an, die aufzeigen, wo alles zu finden ist. Dann eigentlich will ich sowas selber herausfinden. Hier ist wohl nichts. Das ist doch so eine geile Fähigkeit. Warum kriegt man so eine Fähigkeit nicht selber? Selbst die Myra kann solche komischen Zombie-Viecher rufen. Warum kann ich das nicht? Ich muss diese Dinger loswerden. Vielleicht schaffe ich es dann. Ganz ehrlich. Oh, noch einer. Ich weiß nicht, wie viel die aushalten. Da ist noch einer. Okay, wie es aussieht, bleibt mir nichts anderes übrig. Nachladen. Hey, nein. Sebastian, du kannst dich echt gut ducken und sowas. Aber nicht gut zielen. Meine Güte! Okay. Hoffentlich ist sie noch in der Nähe. Kann doch alles nicht wahr sein hier.
Aufhalt dich mal. Das Blöde ist, die greifen umarmen einen gar nicht mehr. Die hauen nur noch zu. Von daher bringen mir die Flaschen kaum noch was. Achso, klettern. So viele Möglichkeiten, wo eine Scheißstatue sein könnte. Ja, die sind voll. Mist. Hätte ich eher da damit arbeiten sollen. Komm, das Fenster ist kaputt. Nur eine Flasche, die ich nicht aufnehmen kann. Ich habe schon gedacht, hier wäre schon wieder so ein versteckter Weg. Was ich mir immer gleich alles denke. Würde ich so viele geile Verstecke finden. Nur die wahren Verstecke finde ich nicht. Tja, von was rede ich wohl? Natürlich Statuen. Mir leid, dass es jetzt gerade etwas langweiliger wird, weil ich so viel rum. Myra! Hör auf! Schon verdammt! Leben. Noch mehr? Dafür habe ich keine Zeit. Die sehen ja eher schon wieder fast aus wie so Mumien. Stell schneller zu.
war knapp. Also am besten sind wirklich noch die Schleichangriffe. Die Gegner gehen da wenigstens direkt tot. Man hat ja gemerkt, wenn ich schießen muss, katastrophal. Stehst du auf, denn nicht? Oder bleibt er hier wie so eine Statue? Bleibt wohl so. So Leute, Dinger. Ich wusste gar nicht, dass hier noch lauter solche komischen Möchtegern-Statuen sind. Kann man nicht aus Versehen mal runterfallen. Das Geräusch ist so geil. Gibt es ja irgendeinen Bonus, wenn man alle diese Dinger kaputt macht. Ich weiß ja nicht, kann ja sein. Oh, ich sehe gerade, ich muss mich heilen. So, jetzt hätten wir auf jeden Fall genügend Gel. Um unsere Lebensanzeige auf 200% zu machen. Jetzt sind wir erstmal fernab hier des Spiegels. Gerade sagen, hier sind doch noch zwei. Der scheint ja irgendwie so zu stehen. Oh, drei sogar. Thank you.
So, wir warten jetzt, bis er wieder hierher zurückkommt. Dann können wir ihn um die Ecke killen. Und dann kommt der da dran. Und zum Schluss der da. Weil der deckt den. Und der deckt beide. Das ist bei ihnen hier zuerst. So, ich bin wieder an meinem Schleichelement. Einer ist noch da. Ganz ehrlich, diese ganzen Möchtegern-Statuen, die habe ich alle beim Durchspiel mit meiner Freundin auf Mittel nicht gesehen. Die sind mir nicht aufgefallen. Wie nett, ein bisschen Munition. Schade, da geht's nicht rein. Das ist nur eine Flasche, das kann ich nicht aufnehmen. Oh, ein Erste-Hilfe-Kasten. Sehr schön, die können wir gebrauchen. Okay, und wieder finde ich leider nirgendwo eine Statue. Wenn es überhaupt welche gibt, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, ich finde keine. Das Spiel wird ja sowieso immer besser hier, aber... Ja gut, okay. Versuchen wir es damit. Eigentlich will ich hier gar nicht runterklettern. Aber ich muss. Da ist sie. Und weg ist sie. Oh Gott. Stimmt, wegkränk geht gerade nicht mehr. Du meine Güte. Nein! Ich komme hier nicht weg. Ach, so sieht das Ding aus. Das sieht ja aus wie ein Riesen-Alien. Okay, das war wohl nichts. Da ist sie. Kann man das irgendwie überspringen? Nee. Gott.
weiß nicht, ob das Ding bei dem eigentlich Schaden macht. Aber muss ja nicht. Das war eigentlich eine gute Mischung. Ja, das war doch jetzt mal eine gute Sache. Eine gute Kombi. Nicht so ein Kombi. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Ich habe mir nur gedacht, wie ich den hier gesehen habe. Ich dachte, stimmt, kannst du mal ausprobieren. Wenn das Ding hier schon liegt, dann hat das schon einen gewissen Grund. Zwar jetzt nicht stehen, dass er anfällig wäre für dieses Giftgas, aber... Diese Kombination da mit den Sprengbolzen, mit den aufgemotzten natürlich, bis zum Schluss. Astrein. Da der nicht von der Stelle kann oder geht durch den Rauch, macht nicht nur die Explosion Schaden, sondern dann halt eben auch die ganzen kleinen Explosionen von den Schrapnellen, die da halt eben dann umherliegen. Und dann kriegt er so gesehen doppelt und dreifach Schaden, so gesehen. So gesehen, so gesehen. Sag mal, gibt es hier in diesen Welten überhaupt noch irgendwelche Statuen mit Schlüsseln drin? Intus. Super Hammer auf jeden Fall. 10.000. Hui. Klappern mir das Haus hier noch ab. Ich kann einfach nicht glauben, dass hier nirgendwo eine Statue sein soll. Das kann einfach nicht sein. Okay, auf dieser Seite, so können wir da nicht hin. So gesehen weigere ich mich, das zu glauben, dass es hier nirgendwo